Die Schorfheide, ca. 40 Kilometer nördlich von Berlin, ist seit Jahrhunderten Jagd- und Tummelplatz der Eliten. Erst die brandenburgischen Kurfürsten, dann die Könige von Preußen und deutschen Kaiser, gefolgt von den Nazis und schließlich von der Führungsklique der DDR. Von Osten, von der Autobahn Berlin-Tschetschin über Joachimsthal kommt man ab dem Dorf Friedrichswalde auf alten Straßen nach Karinhall am Döllensee. Ab 1933 ließ sich der Reichsmarschall und Nazikriegsverbrecher Hermann Göring zwischen Großdöllner See und Wuckersee ein zunächst kleines Jagdhaus zu einem schlossähnlichen Landsitz ausbauen. Benannt wurde Karinhall nach Görings früh verstorbener ersten Ehefrau, der Schwedin Karin von Kantzow, geborene von Fock. Vom einstigen Karinhall ist kaum noch etwas erhalten. Lediglich die Toranlage mit den zwei Unterkunftshäusern für die Wachmannschaften haben die Jahrzehnte überstanden. Die Häuser werden heute für Wohnzwecke genutzt. Die Toranlage markiert immer noch die Zufahrt nach Karinhall. Über 800 Meter lange Zufahrt von der Toranlage zum eigentlichen Karinhall. Die beiden Torhäuser sind mit Wappenkartuschen verziert, die zwei gekreuzte Marschallstäbe mit zwei Eichenlaubzweigen zeigen. Am Ende der Zufahrtsstraße befindet sich auf dem ehemaligen Hirschplatz von Karinhall ein kleiner Parkplatz mit Infotafeln zur Geschichte von Görings Landsitz. Ein Findling mit der Inschrift Karinhall markiert das einstige Anwesen, das heute ein Waldstück ist.
Vom Parkplatz führen Wege und Pfade in den Wald, dorthin, wo bis 1945 der dreiflügige Herrensitz mit mehreren tausend Quadratmetern Wohn- und Innenhoffläche samt Luftschutzbunkern und Kellern stand. Hitler und Mussolini waren hier zu Gast, sowie andere Größen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Als manischer Kunstsammler stopfte Göring sein Anwesen voll mit Kunstwerken aus dem Besitz enteigneter Juden und aus Museen sowie Kunstsammlungen, die er im von der Wehrmacht besetzten Europa zusammenrauben ließ. Anders als der realitätsfremde Führer und Reichskanzler erkannte Göring bereits 1943, dass das Großdeutsche Reich keine 1000 Jahre existieren würde. Der Reichsmarschall begann, seine Kunstwerke aus Karinhall nach Bayern und Österreich abzutransportieren. Am 20. April 1945 verließ Göring Karinhall vor der heranrückenden Roten Armee und ließ es von einem Luftwaffenkommando in die Luft jagen. Durch die Sprengung wurde Karinhall fast vollständig zerstört. Die Ruinenreste wurden in den 1950er Jahren abgerissen und das Gelände aufgeforstet. Als Teil des Staatsjagdgebietes der DDR galt bis 1990 ein Betretungsverbot. Erst nach der Wiedervereinigung wurde das Gebiet wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Noch vorhandene Bunker- und Kellerräume sind heute verschlossen. Man findet deren Reste aber überall im Gelände. Mit einem genauen Plan von Karinhall und GPS könnte man auch heute noch bestimmen, in welchem Teil des Anwesens man sich gerade befindet. Diesen Ehrgeiz hatte ich allerdings nicht. Der Abstieg zum Großdöllner See. Auch hier finden sich Reste von Bunkern und Kellern. Im idyllischen Großdöllner See mit seinem klaren Wasser liegen bis heute Trümmer, die bei der Sprengung von Karinhall hierher geschleudert wurden. Weitere Gebäudereste und Trümmer des gesprengten Karinhall. Hier, in unmittelbarer Nähe, am Ufer des Buckersees, befand sich das Mausoleum für Görings erste Ehefrau Karin. Nach ihrem Tod 1931 wurde sie zunächst in Schweden beigesetzt. 1934 ließ Göring seine Frau nach Karinhall überführen und in Anwesenheit Hitlers im eigens für sie erbauten Mausoleum beisetzen. Im April 1945 ließ Göring den Leichnam im Wald vergraben und das Mausoleum zusammen mit Karinhall in die Luft jagen. Erst 1991 fand man einen Sarg mit sterblichen Überresten, die Karin Göring durch DNA-Analyse zugeordnet werden konnten. Die Überreste wurden eingeäschert
und in ihrem alten Grab auf dem Kirchhof von Lovö auf der Insel Lövön bei Stockholm beigesetzt. Heute führt ein Fahrweg in Richtung Westen zur L100 Prenzlauer Straße. Am nordwestlichen Ufer des Döllensees, Karinhall gegenüberliegend, befindet sich das ehemalige Gästehaus Görings. Heute ist es das Hotel Döllensee.